Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ihr habt richtig geraten, wir sind bei Folge 13. 13, die beste Folge. Guckt sie euch an. 13, 13. Okay. Ja, in der letzten Folge haben wir noch ungefähr 10 Minuten weitergemacht und die Bodenplatte fertig gebaut. Das zeige ich euch sofort. Und mit dabei ist wie immer der Andi. Guten Tag. Und generell wollen wir heute, glaube ich, weiter an der Bodenplatte arbeiten. Und ja, deswegen gehen wir mal direkt rein. So. So, hallo. Ich habe Hunger. Haben wir unten überhaupt was zu essen? Klar, also Wir ich haben habe auch überhaupt noch zwei nichts zu gebackene essen. Kartoffeln. Aber Tolle das Essen Wurst. ist, glaube Ich ich, habe gar nichts. in dem anderen. Ja, wir könnten vielleicht auch mal ein bisschen umlagern schon. Ja, wir sollten jetzt auch noch draußen was tun, solange wir Zeit dafür haben. Ah, stimmt. Vielleicht lagern wir jetzt ein bisschen um. Ja, ich zeige mal eben kurz diese Bodenplatte, die wir fertig gemacht haben. Tun Sie das, ich lager um. Damit die treuen Zuschauer, die jeden Tag da sind, jede Jeden Folge Tag gucken. zweimal. Ja, genau. So, hier ist diese schöne Bodenplatte. Ja, hier wollen wir dann, wird dann unsere Hordenbasis gebaut, da bauen wir ein Türmchen. Hier kommt noch irgendwo eine Todeszone hin mit Minen und allem Pipapo. Aber jetzt lagern wir dann doch erstmal um. Ja, ich hab doch noch. Was ist denn? Da. Feuerknüppel. Sollst du mal gucken, ob das gleich mal noch bei dir verbuggt ist gleich? Ja, könnte ich gleich mal tun. Benutzen. Moin. Und Guten da war noch was Tag. zu essen drin? Ja, ich habe jetzt zwei Schinken Speck mit Eiern. Zwei sind noch drin, wenn du dir die reinballern möchtest. Ja, wie sieht das aus? Sind sie weg. Wo ist der Knüppel? Ja, ist immer noch so. Okay. Na gut, dann ist das halt so. Ist ja eine Alpha. Ja. Oh, wir haben jetzt Schatzkarte. Das ist ja unglaublich. Das sag ich dir. Oh Mann, können wir nicht irgendwie die ganzen Kisten schleppen? Nee. Ist das nervig. Durchdreht, ein Okay. Ei. Ich packe jetzt einfach alles voll, was ich habe. Ja, pack mal vielleicht am besten irgendwie Rohstoffe ein oder. Ich nehme jetzt auch erstmal nur hier das Nötigste mit, hätte ich fast gesagt. Ich habe gerade die eine Kiste einfach fast komplett Komplett leer weg. gemacht. Komplett weggesnackt, okay. Na, fast Ja, leer. auch gut, alles cool. Den Motor wollte ich mitnehmen, weil ich gleich mal gucken wollte, wie sich Aber das den Dingens verhält. uff, alles so schwer, so langsam. Elektrische Teile, Und sonst gut am Schuhe. Schwitzen? Am Schwitzen? Ja, bei dem Wetter? Ich sitze im Keller, weißt du, ne? Ja. Okay. Da schwitze ich nicht ganz so viel, das ist eigentlich ganz geil. Ja, okay, da hast du hast ja alles richtig gemacht. Ja, geht so. Manchmal fröstelt es einen hier ein wenig. Brr. Ja. So, das kann da hin. Hier soll ich auch hin. Das Das kann da noch hin. mit. Da hin. Eisenrohre brauche ich bestimmt auch. Oh, hier, Barz, das kann da hin. Das kann da bestimmt auch hin. Habe ich Punkte zu vergeben? Hier, Klar, ich bin schlau Eisenrohr. wie Schlumpf, Alter. Gar nichts. Was ist das da hin? Wir brauchen mehr Kisten. Ich weiß. Ja, wir brauchen Nägel. Ich muss wissen, wo das alles hin soll. Ja, sowas kommt bestimmt auch hier hin. Brass. Steine, Cobblestone-Dinger, ja. Steine, jawohl. Ja, die Cobblestones müssten Zusammen. da in Tausenden rausfallen gerade. Gunpowder und Coal. Wo soll das hin? Soll das da zu dem Stein und Holz und so? Ja, bestimmt. Ich mache jetzt gleich erstmal ein paar Kisten. Klöter das da mal rein, wo du meinst, dass. Ich klötere. Mach jetzt gleich, glaube ich, erstmal noch irgendwie 5, 6 Kisten. Den Raum ein bisschen größer. Aber erstmal müssen wir ja theoretisch noch draußen was tun.
Ja, ich wollte auch nur meine Taschen leer machen. Dann wollte ich Cobblestone mitnehmen, wenn er genug hat, dass ich die unterste Lage schon einmal aufwerten kann. Und nachts wollte ich dann gucken wegen Betonmischer. Bisschen dort ein größer machen, Kisten bauen. Ja. Können schon Nägel aus der Schmiede rausfallen und sowas. Haben wir denn noch einen Schwung Holz oder ist da auch Ende? Sonst müssten wir vor Nacht noch Holz besorgen. Ja, 1137. Jo, dicke, dicke. Das ist gut. Oh Mist, jetzt habe ich die Fackel angesteckt. Eingesteckt oder angesteckt? Was eine Kacke, ich kriege hier irgendwie von Windows Meldung. Das ist bestimmt jetzt voll laut. Bang. Kann ich nicht ausstellen? Stimmt. Bestimmt. Ja, wenn jetzt noch weitere Nachrichten kommen, das tut mir leid. Ah, ich bin gerade zu dumm für. Nägel. Okay, das klettert ja immer hier rein. Ich lasse immer 100 Nägel rausfallen. Ja, lassen Sie fallen. Die eine Kiste schmeiße ich jetzt einfach voll, weil da irgendwie so ein Aber Mix schon aus sowas allem. wie eine Essenskiste haben wir nicht, ne? Nee, deswegen das schmeiße ich jetzt alles in diese eine Kiste rein. So Was eine kann hier rüber? Klöterkiste, Was sag ich kann hier? mal. Welche ist denn die Klöterkiste? Oh, Mist. Da wo die Fackel dran ist. Warte mal, ich hatte den Messbecher auch schon dabei. So, weil Ordnung ist nämlich wichtig und so. Jo. Ordnung ist das halbe Leben. So, was brauchen wir denn jetzt? Brauchen wir Holz? Brauchen wir Dings? Dann gehe ich nämlich schon mal irgendwas hacken und Wir kloppen. brauchen Holz und Erde wahrscheinlich noch einen ganzen Schwung. Holz und Erde. Bei Erde hätte ich gesagt, wir machen einfach die Platte, die wir da gemacht haben, ein paar Felder größer. Okay. Da können wir uns ja einfach so ein bisschen von auslassen. Welches der Hobel? Gefunden? Oder was? Wen was? Draußen meine ich. Nee, ich hau hier auf Bäumen Ach so. ein. Ich dachte, du wolltest, haust auf jemanden Lebendiges ein. Nee. Kommt jetzt übergeben. Oh ja. Fällt ein Baum. So. Das soll ich mal. Ach, dann habe ich keine mehr. Ich werde dann mal Ja. Living off the Land demnächst skillen. Wo man dann halt mehr Samen und sowas kriegt. Ach so, ja. Das macht Sinn. Weil, dann fange ich auch mal irgendwann an, Bäume zu. Ja, auch nicht nur Bäume, auch andere Pflanzen könnte man legen. Ja, aber erstmal wären ja Bäume ganz wichtig. Ja. Wenn man nicht mal so weit laufen muss. Aber immer schön Mischwälder machen, ne? Ja, sehr. Sind die anfällig? Was du da? Aufwerten. Sehr gut. Ich höre wie die ganze Zeit klong, 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 klong. Bisschen XP farmen. Tüdelü. Und über Nacht muss dann Beton aus unserem hoffentlich dann zu fertigenden Betonmischer fallen. Oh, Level 30. Damit wir das auf Beton aufwerten können. Und dann malen wir es schön an, wie es. Ja, sehr gut. Ich gehe einfach nochmal komplett rumherum, ne? Ja, das machen wir.
Und Bodo mit dem Bagger und ich bagger noch. Ich hab Durst. Ping, pong, pong. Das ist relativ spannend, was ich hier mache. Ja, du. Ich schaufel. Das ist doch auch geil. Also ja, ich würde zugucken. So ein bisschen Schaufelsimulator, ja. Weil das ist ja wie in echt. Ja klar, ist das wie in echt. Auch ungefähr genauso anstrengend, also schwitzend scheint. Ja. Wenn du morgen mal auch Muskelkater hast. Aber auf jeden Fall. Ja, im Übrigen ist ja nur mal so für die Leute, die zugucken und so, unser Plan, wenn die Alpha 18 dann mal rauskommt, dass wir vielleicht, dass wir für diese Runde, weil wir werden dann ja eine neue Runde starten müssen, ein Update, bla bla bla, dass wir diese Runde halt trotzdem zu Ende machen. Und wir haben uns überlegt, dass wir dann einfach alles, was alles auf Blutmond die ganze Zeit, ganzen Tag stellen oder so, oder wie geht das? Ja, irgendwie was kann man da einstellen, meine ich. Ja, dass die ganze die ja, durchgehend Action ist und wir machen das so lange, bis wir halt draufgehen. Was, wenn die Alpha 18 morgen rauskommen würde, nicht sehr lange dauern würde? Weil wir, glaube ich, extrem unvorbereitet sind. Ja, ich denke so 4 Wochen, 3 Wochen wird das mal noch dauern. Frühestens. Ja, mal gucken. Am Ende des Monats kommen ja die ganzen Streamer und YouTuber dran. Ja, Pre-Alpha. Außer wir natürlich. Natürlich. Die haben zu viele Follower, deswegen. Ja. Deswegen. Man darf maximal, glaube ich, 4 haben. Ah, ärgerlich. Nur 2, 3. Ja, knapp verpasst. Es wird dunkel, Manni. Jo. Waren 10, ne? Also eine Stunde. Ja. Hast du Angst? Ein bisschen. Meine Steine sind alle. Oh nein. Kann ich mal aufwerten. Das ist Erde. Kommt da jemand? Was? So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal wieder eine Schicht hier drumherum machen. Ich habe keine Steine mehr, wie gesagt. Aber können wir morgen früh gerne ja, machen. Was brauchen wir noch? Mehr Steine jetzt gerade oder mehr Holz? Eine Stunde haben wir noch. Mehr Holz hätte ich fast gesagt. Ja, okay. Erde, wie viel Erde hast du? So 2500. Oh, das klingt ganz gut. Also eigentlich ist egal, wir brauchen beides. Wo du gerade Bock drauf hast, wo dein Werkzeug noch besser ist. Die sind beide gleich. Okay. Das haben wir ja in der letzten Folge aber gekriegt. Ein Baum auf den Kopf gefallen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ein bisschen Angst habe ich schon. Achso, ja gut, das verstehe ich. Weil ich sehe nachts nichts und das nervt mich unheimlich. Wir brauchen diese bescheuerten Helme. Also ich habe eine Feuerkeule. Ja, die hilft schon mal viel. Ich kann halt nur die Fackel oder eine... Beides gleichzeitig, ne? Ja, das stimmt. Mit der Keule kann man sich dann wenigstens ein bisschen wehren, sag ich mal, wenn die jetzt kommen. Ja. Auch nicht geil, aber... Ja, besser als nichts, ne? Ja, ja, eben wollte ich sagen. Zumindest mal austeilen. Auch weg. Tag, der nächste Tag. Zu dem Halanix. Gut. Läuft. Dreck. Dreck, Junge. La-di-da. Oh, hallo. Ich will auch. Wo? Oh. Vorbei. Ich hab einen Kopfschuss gekriegt. Oh Mann, da fällt mir ein, wir sollten uns mal wieder hier Buddy-Dings. Oh ja, das machen wir sofort. Dass man das jedes Mal wieder machen muss, ne? Ich gehe nach Hause, das macht so keinen Spaß. Ich habe kein Wasser. Wohnen wir hier? Ich glaube, hier wohnen wir. Hier ist ein bisschen hell. Vielleicht könnte man noch am nächsten Tag mal den Eingang zumindest schon mal ein bisschen umbauen. Ja, ja. Das können wir machen.
Zeit. Ist das denn Betonmischer? Zementmischer, glaube ich. Zementmischer. Asphaltdünger und anderen Rohstoffen. Schraubenfedern brauchen wir, Motor haben wir, mechanische Teile brauchen wir vielleicht noch, geschmiedetes Eisen, aber ich muss es noch lernen. Aber da fehlt mir bestimmt halt Licht. Also man ganz komisch wenig FPS. Ganz wenig, komisch wenig? Ja. Hammer und Forge und wirklich gebraucht Iron Armor. Und gehen wir schnell. Ah, hier. So. Wusch. Ah, Bewegungsunschärfe. Holz. Der Scheiß kostet mittlerweile 3 Punkte. Ich werd bekloppt. Ja gut, Betonmischer ist noch nicht, ne? Nicht? Ne. Oder nicht? Gute Frage. Dum, dum, dum. Wir haben 250 Steinplatten noch. So. Keine Fackel, haben wir noch irgendwo eine Fackel? Ja, in irgendeiner Kiste habe ich die. Ich glaube in der Rumpelkiste. Rumpelkiste. Jo. Da habe ich irgendwo die von oben mitgebracht. So. Mal gucken, machen wir noch ein bisschen weiter geradeaus, würde ich sagen. Hier. Ich will erst noch was anderes machen. 2, 4, 5, 10, 11, 10. Und was machst du so schönes? Ich fertige Nägel. Ah, schöne Nägel. 54 Stück an der Zahl. Geil. Mal gucken, ob wir noch Rohstoffe zum Einschamelzen haben. Klar, sehr. Muss ja. So. Das ist gerade, ja, das ist gerade, ne? Das sieht zumindest sehr gerade aus. So, können wir mal mitnehmen. Skillen wir, habe ich das denn schon? Ja, hat es aber schon. Oh, Kundschaft. Ich höre was. Gehst du gucken oder soll ich gucken? Ich sehe da nichts. Vielleicht gehst du besser gucken. Das hört sich nach mehrerer Kundschaft an. Ja, die haben Bock auf unsere Tür. Alter! Oh! Oh! Oh Junge! Mach die Tür zu! Ich oh, bin da Junge. Nicht! Junge! Was ist los? Ich geh grad drauf, ich bin tot! Oh Mann! Fuck! Ich glaub die mögen unsere Schmiede, Alter! Oh Mann, hier stehen immer noch so viele vor der Tür! Ich versuch mich da von oben mal ganz zu streichen.
Aber wenigstens kann man sich nicht über Langeweile beschweren. Nee. Oh ja, moin. Wieso hänge ich hier? Fuck! Die ist auch gestorben. Fuck! Hm! Machen die jetzt unsere Base kaputt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Gib mal Gas. Ich sehe nix. Andi! Ich sehe nix. Andi! Oh Mann! Du bist ja immer noch hier! Ja, warte, ich cheate. Nein! Das gibt's nicht. Ein bisschen. Was hast denn du gecheatet? Ich hab Gamma hochgezogen. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe die Hand vor Augen. Also ich sehe eigentlich ganz gut. So, 12 Schüsse in der Pistole und dann Feuerfackel. Die Pisser, Alter. Aber da kommen sie aber auf einmal echt... 100 Mal angelatscht. Ich wollte gerade sagen, das sind jetzt nicht wenige. Nee, 3 oder 4 habe ich glaube ich unten weggemacht. Oder zumindest. Ja, ich auch noch. Vor der Tür stand auch noch. Draußen ist keiner mehr. Hier drin auch nicht. Das ist glaube ich meiner, kann das sein? Das sieht aus wie meiner. Also meiner ist auch verschwunden. Okay. Wir müssen eine neue Tür machen, kann das sein? Ach, hier ist deiner. Okay. Ja. Ja, ich glaube, wir brauchen eine Tür, eine härtere vielleicht. Tür. Aber interessant, dass sie sich einfach so wieder verpisst haben. 12. Ich hätte jetzt echt eher Angst gehabt, dass sie noch irgendwas kaputt machen. Du weißt, wie ich meine, Junge. Ja, Junge. Ja, Junge. Weißt du, wie ich meine? Ja, weiß ich, Junge. Okay. Baust du eine Tür? Baumeisterin? Ich versuche sowas in der Richtung. Okay, gut. Vielleicht muss ich doch mehr Kampfskills machen. Sollten wir uns... Ja, weiß ich auch nicht. Geschmiedeten Stahl? Ja. War nicht genug. Gut, das weiß ich nicht. Da Rumpelfeder. Eine Rumpelkiste war ein Feder. Ich weiß nicht, wie cool das ist jetzt hier mit offen. Deswegen sollst du eine Tür bauen. Geschmiedeten Stahl kann ich noch nicht. Okay, dann muss ich erst die andere Tür machen. Ich wollte eigentlich. Ja gut, die Tür bringt ja im Grunde genommen erstmal nichts, wenn wir sie aufmachen. Ja, oder wenn sie halt davor stellen, sie kaputt machen und wir in der Zeit nichts machen können. Das ist richtig. Da kommen sie ja irgendwann so oder so rein. Ich glaube, wir kriegen schon wieder Besuch, kann das sein? Keine Ahnung, ich höre hier hinten nichts. Ich höre Geier. Ich auch. Bau doch schnell eine Tür rein, egal was. Boah, dieser verdammte Todesbuff, ne? Es ist eine Tür drin. Ist mal sehr so. Gut. Wir müssen uns irgendwie Schießscharten oder so da hinein verbauen. Oh Mann, das nervt. Die Wichser, Alter. Richtig fiese Penner. Das ist ja Folge 13, ne? Die 13 ist die Unglückszahl. 13 ist nicht gut, nein. Ist
Justin und dann Mike. Schwung Schiller. Jetzt frage ich mich mal nach links und rechts weg. Die in unser Zuhause. Ohne zu fragen. Fuck, jetzt habe ich hier ein Loch im Boden gemacht. Wollte ich ja wohl gar nicht. Oder? Doch nicht? Nö, habe ich doch nicht. Kann ich aus. Ich finde, das hier ist manchmal echt relativ schwer zu sehen mit der Höhe. Ja, ne? Also, ob du so tiefer gehst oder höher bist, hast du ein Loch danach oder nicht. Deswegen hatte ich auch, als wir hier angefangen sind, Holz. Ja, weil dann kannst du dich da so ein bisschen dran orientieren, weil sonst finde ich das auch sehr schwierig. Ja. Vor allem, weil du den Block für Block immer so ein Stück weghaust. Das irritiert immer noch, finde ich. Ja, weil der dann noch kleiner wird. Ja, genau. Dann sieht es aus, als wenn er schon ganz weg wäre. Ist er gar nicht. Und alles doof. Alles blöd. Wann ist nochmal Tag? Zwei? Bitte? Zwei? Zwei was? Dann beginnt der Tag oder was? Vier. Vier? Oh. Vier. Haben wir mal richtig Zeit, Besuch zu kriegen. Klar. Ist kein Bock auf Besuch oder was? Eigentlich ist ja ganz aufgeräumt. Mal. Kann ruhig reinkommen, ne? Dann nur mal ein bisschen saugen, aber. Ruhig ein paar Leute ein. Ja, gut, aber. Die Leute wissen, dass wir eine Apokalypse sind, dann werden sie es ja wohl nicht ganz so ernst sehen. Ja, Mann. Aber kann ich auch mitleben, da stehe ich drüber. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sollten uns wirklich Gedanken machen, auch diesen Eingang zu festigen. So ein bisschen zumindest. Ja, man könnte ja theoretisch. Wenn man nachher die Schmiede weiter runtersetzt und so. Ja. Dann könnte man ja hier vielleicht nochmal so ein Tor hinbauen. Irgendwie so kurz bevor es runtergeht. Ja. Und dann, ja, dann mal gucken. Ich meine, wir bauen das ja generell noch viel weiter aus. Musik immer. Ist immer herrlich. Ich habe uns mal einen Grillrost gemacht. So, einfach wieder. Was ist los? Schwerwichtige Dinge. Schwerwichtige Dinge, natürlich. Hast du das? Kennst du das, wenn man so haut? Und dann auf einmal ist diese Anzeige weg und dann haut er ins Leere? Ja, das ist super, oder? Das passiert manchmal, wenn diese Blöcke kleiner werden. Ja, dann. Und dann bist du plötzlich so zu weit weg, weil der Block kleiner ist.
machen wir hier gerade richtig. Ja, sieht gut aus. Was Helles gehen wir erstmal auf Geierjagd, glaube ich. Ja, wir können erstmal gucken, wo die sich vielleicht eventuell befinden. Ich habe im Moment auch relativ Soundbugs drin. Soundbugs? Ja, wenn ich auf das Stein aufkloppe, hast du ja... Oh nein! Was hast du getan? Ich habe die Werkbank kaputt gemacht. Oh nein, ernsthaft? Ja, ich habe extra einen Klotz drunter gebaut. Bei dem einen blieb sie stehen, habe ich einen anderen Klotz drunter stehen. Oh Mann. War so viel Rohstoffe drin. Die Werkbank selber ist nicht das Problem. Obwohl, mechanische Teile und schmiedetes Eisen. Oh Mann. Warum macht ihr das? Wieso? Der Idiot. Wieso zur Hölle? Wo habe ich das verlassen? Sie ist einfach weg, guck. Oh Mann, sie ist weg. Da waren so viele Steine drin und so. So Pflastersteine. Das wirft uns ein wenig zurück. Ja, ein bisschen wahrscheinlich. Mechanische Teile habe ich gesagt. Haben wir sowas? Elektrische Teile. Mechanische Teile. Was brauche ich denn noch? Mechanische Teile habe ich genug. Geschmiedetes Eisen habe ich noch. Dann gibt es eine brandneue, Alter. Ja, auch nicht schlecht. Aber trotzdem fehlt dann einfach die Rohstoffe. Ja. Vielleicht. Was brauche ich denn davon? Was habe ich denn? 3. Machen wir 17. Brauche ich 20. Durstig, hungrig. 25, das heißt ich. Noch 2. Oh Mann. Gute Minute, dann ist sie wieder da. Das war sehr drin, gut. Wieder da. Was brauche ich, um... Das heißt, wir haben 250 Steinplattenblöcke ungefähr. Ja, bitte. Was brauche ich, um die Spitzhacke zu reparieren? Geschmiedetes Eisen wahrscheinlich. Ja, geschmiedetes Eisen. Haben wir davon noch was? Nimm da oben was aus. Schmiede, da muss ich nur neues an. Ja. Ding. Kaputt. Ich weiß nicht, normal brauchst du, glaube ich, nur 2 oder so. Hast du jetzt was rausgenommen, oder? Ja. Ich brauche nur ein geschmiedetes Eisen zum Reparieren. 1? Ja. Dann nimm dir 1 aus. Ja, habe ich schon. Ach, hat er schon. So, jetzt haben das sind immer die 21, langweiligsten 21, Videos, die ich da 21. Ja, ne? Aber dafür gibt das gute Level und so. Ja, außer heute, ne? Ja gut, wir wurden wenigstens einmal überrannt. Ach richtig. Das ist doch auch voll toll. Also war das eine Wanderhorde? Ich vermute, weil es so viele waren. Ja, und vor allem, weil es auch so viele so plötzlich waren. Ja. Sonst hast du normalerweise irgendwie mal einen an der Tür stehen und dann... Ach, hätte ich... Ja. Aber nicht so ein Haufen da. Die Frage ist, ob wir die Schmiede dann überhaupt wieder an die Ecke stellen wollen. Die Schmiede, sag ich schon, die Werkbank. Weiß ich nicht. Was soll ich jetzt hier eigentlich für einen Raum machen? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht machen wir das. Dass wir die Werkbank und die Schmiede hier hinten in diesen Raum. Also dann würde ich jetzt nochmal 2 ungefähr in diese Richtung hier gehen. Und dann so einen großen Lagerraum. Mach mal hier irgendwie 2 Blöcke bitte weg. Ungefähr da, wo du stehst jetzt. 2 in den Boden rein, dass ich da diesmal direkt Steinplattenblöcke drunter setzen kann. Willst du das Ding hier mitnehmen? Ich wollte eigentlich noch hier lang und dann so einen großen Raum bauen.
hier rein. Ja, aber ich möchte das Ding nicht erst in der Woche aufstellen, weißt du? Alter, das dauert hier 5 Minuten, dann kannst du es aufstellen. Ja, dann mach, alles gut. Dann guck aber bitte, dass du da so 2 Blöcke im Boot frei machst. Jawohl. Dann könnte ich den da gleich setzen, weißt du? Das sieht ja komisch aus. War das denn? Nee. Cobblestone habe ich fast nicht. Irgendwie ist der ganze Cobblestone weg. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Komisch. Ja, oder? Ich glaube, das ist ein Bug im Spiel oder so. Ja, wahrscheinlich. Muss ja. Schöne ja nicht einfach. Das brauche ich erstmal nicht. Das bräuchte ich nachher. Zack, zack. Dumpidum. Ja, um auf den Soundbug zurückzukommen. Ja. Du haust ja immer so gegen das Stein und dann machst du immer dieses Pling, Pling. Ja. Und manchmal hört sich das an, als wenn ich ganz normal, also so, nicht immer, aber manchmal so, wenn ich ganz normal irgendwas wegknüppel, weißt du, so Erde oder so. Okay. Bin ich immer voll verwirrt, so. Da sollst du irritiert dann, ne? Oh, Level 31. Du hast 3 Fertigkeitspunkte. Geil. Ich brauche aber Level 35. Für irgendwas, was ich machen wollte. Ich hab's schon wieder vergessen. Helme? Ach, ich könnte gleich mal gucken wegen der Helme. Zementmischer? Nee, Zementmischer habe ich so direkt nicht gefunden. Das Problem ist, dass sie halt auch nicht alles auflädt. Steht nur Lernen. Skill, ja, dafür brauchst, steht da immer nicht. Das können sie in der 18 ruhig auch mal ändern. Kann man noch ein bisschen gezielter arbeiten sollen. Ja. Ich würde sagen, wenn die Nacht vorbei ist, ja, dann war es das für diese Runde. Ich würde auch sagen, hast du meine Plattform da? Ja, du kannst gleich setzen eigentlich. Sehr schön.
das soll hier alles noch weiter ausgebaut werden, also nicht wundern. Manchmal ist diese Fackelphysik mit den Schatten auch so gut, ne? Oh Gott. Oh Gott. Was ist geschehen? Ich bin auf Erde gestoßen. Nicht, dass der Hügel da zu Ende ist, ne? Oh Gott sei Dank. Ich dachte, wir tiefer müssen. Ja, wir sind nicht tief runter vorhin, ne? Nee. Oh fuck, jetzt muss ich mein Internet reparieren. Oh! Ich versuche das hier mal ein bisschen, wenn wir dann den anderen Sheet einsammeln. Der repariert die dann nur zur Hälfte mit einem. Oh, okay. Ja, je nachdem, ne? Das ist eigentlich ganz cool, da kann man auch immer. Man möchte. Das oben hochballert, hätte ich fast gesagt. So, ich weiß nicht, das hier war. Das war nicht so gut. Das war die. Müssen wir dann vielleicht. Mhm. Müssen wir jetzt da wieder eine Steinwand hinbauen? Da, wo jetzt die Erde ist, ja, wird Sinn machen. Und das. Mist. Ich kann das. Du kannst dir das immer gleich angucken, da. Nach oben hier, die ganze Decke, ne? Oh, jo. Ja. Das ganze Ding hier. Scheiße. Nicht, dass da wirklich der Hügel zu Ende ist. Kann ich den Tunnel wieder zuschütten? Oh Mann. Ist die Frage, man müsste jetzt von außen sehen, wie weit das wirklich ist. Aber das würde ich vorschlagen, finden wir in der nächsten Folge. Ja, weil hier wollte ich dir so schön deine Plattform hinbauen, Junge. Und dann kannst du richtig schön. Ja. Aber so vielleicht nicht. So vielleicht nicht, nee. Nein. Ja. Das sehen wir in der nächsten Folge. Schaltet da gerne wieder ein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.